Hallöchen zusammen. Ich war in letzter Zeit nicht groß shoppen. Ich war immer nur mal so ein, zwei, drei Teile kaufen und dafür habe ich jetzt nicht extra einen Haul gemacht. Also gibt es jetzt mal einen Sammelhaul von mehreren Einkäufen, die ich einfach mal zusammenfasse. Weil wie gesagt, immer ein, zwei Teile macht jetzt keinen Sinn. Deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen gesammelt. So, fangen wir denn mal an. Ja, fangen wir mal hier an. Balea Dusche, ne? Duschbad obligatorisch für jeden Haul fast. So ziemlich jeden Haul. Gab es eigentlich mal ein Haul ohne Duschbad? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weiß es einer von euch? Würde mich mal interessieren. Könnte man glatt mal einen Wettbewerb draus machen. Wer kriegt raus, wo mal kein Haul war mit einem Duschbad? Wäre eine schöne Idee. Werde ich mal drüber sinnieren. So, Dusch und Creme, Grapefruit. Ganz, ganz neu. Den Pot mit der Bodybutter habe ich noch nicht angerührt. Anscheinend habe ich schon geahnt, dass es erst noch so eine Dusche gibt dazu. Riecht gut, riecht nach Grapefruit. Ist lecker, ist schön. Ich mag zwar keine Grapefruits essen, aber zum Duschen finde ich sie toll. So, dann habe ich einen Trockenshampoo-Marathon vor. Ich habe ja schon so vier verschiedene Trockenshampoos ausprobiert. Ich müsste, glaube ich, auch schon bis auf eins über alle berichtet haben. Ja, ich glaube. Eins habe ich nämlich noch am Wickel. Und ich habe mir gedacht, Conny, teste doch noch ein paar mehr. So, jetzt habe ich von Balea. Jetzt sage ich Balea. Jetzt sagen die meisten, Moment, Balea hat sie doch schon mal vorgestellt auf ihrem Blog. Stimmt, das Spray-On Trockenshampoo habe ich bereits vorgestellt. Doch, Balea hat noch ein zweites Trockenshampoo? Wusste ich gar nicht. Ehrlich nicht. Wo ist denn der Sinn, wenn Balea zwei Trockenshampoos hat? Was ist der Unterschied? Ich weiß es nicht. Ich wollte schon ergoogeln, habe auch nichts gefunden. Und probieren wir es einfach aus. So, habe ich mir gedacht. Habe ich mitgenommen und ja. Oder haben die einfach nur die Verpackung geändert? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Was andere habe ich auch noch gesehen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich es mitgenommen. Schauen wir mal. Kann man schon was riechen? Wow. Hoch. Riecht weiblicher als das andere. Ehrlich gesagt. So. Trockenshampoo Nummer 2. Algemarina. Dies hier. Habe ich, glaube ich, beim Rossmann gesehen. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob es beim Rossmann oder der M war. Für schnell fettendes Haar mit Vitamin E. Sekundenschnell lockeres und gepflegtes Haar. Hier riecht man so jetzt an den Dings, riecht man nichts. Der Duft ist irgendwie tropisch. Das werde ich nochmal genauer unter die Lupe nehmen, wenn ich es denn benutze dann. Es riecht auf jeden Fall, es riecht wirklich tropisch. Mal gucken. Gar nicht so uninteressant. So. Dann habe ich noch von Isana. Da hatte mir jemand, ich weiß leider nicht mehr wer. Sorry. Und dann Video geschrieben, ich soll doch mal das Isana ausprobieren. Also mache ich das. Sofort erfrischtes Haar. Okay, ein bisschen war die grüne Verpackung auch schuld. Oh. Auch ein sehr süßer Duft. Also ich muss sagen, was den Duft angeht, sind die bisher alle nicht so schlecht. Bisschen sehr süß irgendwie vom Duft. Naja, mal gucken, ob es denn gut funktioniert. Mal schauen. So, nur mal geschnuppert. So, dann, wo wir gerade bei Isana waren, da gibt es momentan beim Rossmann eine limitierte Handwaschseife. Und zwar Sommerseife, Hibiskus und Lemongrass. Und es riecht lecker. Es riecht mega lecker. Ich habe am Laden schon und ich könnte immer wieder dran schnuppern. Es riecht so schweinelecker, künstlich schweinelecker nach rotem Wackelpudding. Würde ich sagen, oder? Nochmal kontrollieren. Irgendwie so ein ganz entfernter tropischer roter Wackelpudding. Jedenfalls assoziiere ich das damit. Ich finde es gut. Daher durfte es mit. So, komischerweise, diese Handwaschseifen gehen bei mir auch unheimlich schnell leer. Nun denn, habe ich mir Volumen-Schaumfestiger noch geholt von Taft. Und zwar ultra stark für feines Haar,
Also wenn das kein feines Haar ist, dann weiß ich auch nicht. Und es soll doppeltes Volumen geben. Ich habe ja den Rest der Reihe auch schon soweit. Ich habe das Haarspray, das Föhnspray, das Trocken, hier Puder, hier der Volumenpuder. Kann ich das auch nochmal benutzen? Mal gucken, ob es was bringt. Vielleicht war das das Stück, was dann nicht verklebt. Was weiß ich. Wird einfach mal ausgetestet. Irgendwo habe ich hier ein Haar. Das nervt. Ja, ich habe viele Haare auf dem Kopf, aber eins nervte. So. Dann habe ich bei Alterra zugeschlagen. Und zwar Reinigungsschaum für unreine Haut mit Wasserminze. Unreine und fettende Haut. Und dazu auch Feuchtigkeitsfluid. Es ist eine junge Pflege. Ist also nicht zwingend für mein Alter gedacht. Aber nachdem ich mit Clearasil und mit Nivea schon gute Erfahrungen gemacht habe, die auch für junge Haut sind, dachte ich mir, probierst du das jetzt auch nochmal aus. So. Wie, Conny hat Clearasil benutzt, ne? Ja, habe ich. Und ich habe kein Video gemacht. Asche auf mein Haupt. Ich habe einen Blogbeitrag zugeschrieben. Ich verlinke euch den mal unten in die Infobox. Da habe ich von Clearasil zugeschickt gekriegt gehabt. Den Dosierspender und das Peeling und die Gesichtsmaske. Und hat ganz gut funktioniert. Also ich war recht zufrieden. Ja, daher, ach, lest es euch einfach durch, steht in der Infobox. So, LEs. Ja, LEs. Gab es auch ein paar, ne? Ich habe jetzt nur bei einer zugeschlagen, und zwar die Essence Ready for Boarding. Und zwar nahm ich mir da den Nagellack mit, weil er sieht sehr, sehr deckend aus. Ob er es ist, werde ich noch rausfinden. Machte aber so erstmal einen guten Eindruck. So, dann die Palette. Diese kleine Palette. Ich hatte sie schon gesehen und dann bin ich weitergegangen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, kannst du wenigstens mal auf der Hand swatchen. Habe ich gemacht. Und dieser Ton, ich swatch die euch mal hier. Sie ist meines Erachtens ein bisschen schwach bei manchen Farben auf der Brust. Da muss man dann ein bisschen mehr nehmen. Aber jetzt habe ich die ganzen Finger. Ja, echt, jetzt bist du mal wieder. Moment, das will gerade nicht so, wie ich will. So. Jetzt mache ich erstmal die Fingerkuppen sauber hier. Echt, jetzt. Immer diese Schweinerei hier für Swatchen. So, das sind die Farben. Und der hier, der hat es mir angetan, der braune. Damit war es um mich geschehen. Damit war es um mich geschehen. Damit habe ich gesagt, in Ordnung, die nimmst du mit. Habe ich ja, wie gesagt, auch getan. Habt ihr ja gerade gemerkt. Dann habe ich noch mitgenommen diesen Kajal hier. Blau und weiß. Creme, was auch immer. Ne? Durfte auch noch mit, weil so ein Blau habe ich nicht. Daher war es in Ordnung. Und dann wollte ich nochmal die Concealer-Palette von Catrice ausprobieren. Die habe ich nämlich auch noch nicht gehabt. Catrice gibt es ja nur noch nicht so lange bei uns. Ja, das war's schon. Das war noch nicht alles. Nein, ich hatte mir Kaugummi gekauft. Und zwar von Extra. Und da gab es kostenlos eine Dontodent Sensitive Whitening Zahnpasta. Immer so mit dabei. Ne? Da ich 3 Kaugummis gekauft habe, habe ich jetzt auch 3 Zahnpasta. Ja, nett. Und ich war in der Apotheke und hatte da Medikamente geholt. Und ich hatte mal gefragt, was sie mir empfehlen würde als Gesichtspflege für Rosacea. Für einen Menschen, der Rosacea hat. Weil ich habe immer sehr, sehr rote Gesichtshaut. Und der Verdacht liegt nahe, dass es Rosacea ist. Ich müsste mal halt mal zum Hautarzt mal fragen. Aber vor ein paar Jahren wurde schon mal mir eine Creme aufgeschrieben von einem Hautarzt. Die hatte ich gegoogelt, was das ist, und da kam auch Rosacea raus. Also ich nehme schon an, dass ich das habe. Mein Hausarzt sagte auch, dass es das vermutlich ist. Also daher
Ich kann es nochmal kontrollieren lassen, aber nun denn. Ja, da hat sie mir zwei Sachen empfohlen. Einmal was von Aven und einmal von, ich glaube, Vichy. Leider hatte sie keine Probe von dem Vichy, aber von dem Aven hatte sie. Und da hat sie mir so drei kleine Proben mitgegeben. Das ist einfach mal zum Austesten, ne? Einfach mal so eine Tagescreme hier und mal gucken, ne? Und so ein Serum. Mal schauen, ob das irgendwie gut ist oder nicht. Ja, mehr gab's nicht. Mehr habe ich jetzt auch nicht gekauft und mehr gibt es auch jetzt nicht heultechnisch zu erzählen. Ja, weiß nicht, also momentan ist ja auch nicht so viel Spannendes, was ich noch nicht hätte oder in irgendeiner anderen ähnlichen Form hätte. Ja, mal gucken. Mal schauen, wann der nächste Haul kommt. Ich kann es euch noch nicht sagen. Ja, so viel von mir und wir sehen uns beim nächsten Video. Das vermutlich kein Haul ist. Tschüss!